Das Gespenst von Christian Fürchtegott Gellert. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Gespenst von Christian Fürchtegott Gellert. Ein Hauswirt, wie man mir erzählt, ward lange Zeit durch ein Gespenst gequält. Er ließ, des Geists sich zu erwehren, sich heimlich das Verbannen lehren, doch kraftlos blieb der Zauberspruch. Der Geist entsetzte sich vor keinen Charakteren und gab in einem weißen Tuch ihm alle Nächte den Besuch. Ein Dichter zog in dieses Haus. Der Wirt, der bei der Nacht nicht gern allein gewesen, bat sich des Dichters Zuspruch aus und ließ sich seine Verse lesen. Der Dichter las ein frostig Trauerspiel, das, wo nicht seinem Wirt, doch ihm sehr wohl gefiel. Der Geist, den nur der Wirt, doch nicht der Dichter sah, erschien und hörte zu. Es fing ihn an zu schauern, er konnt es länger nicht als einen Auftritt dauern, denn eh der andere kam, so war er nicht mehr da. Der Wirt, von Hoffnung eingenommen, ließ gleich die andere Nacht den Dichter wiederkommen. Der Dichter las, der Geist erschien, doch ohne lange zu verziehen. »Gut«, sprach der Wirt bei sich, »dich will ich bald verjagen, kannst du die Verse nicht vertragen?« Die dritte Nacht blieb unser Wirt allein. Sobald es zwölfe schlug, ließ das Gespenst sich blicken. »Johann«, fing der Wirt gewaltig an zu schreien, »der Dichter, lauf geschwind, soll von der Güte sein und mir sein Trauerspiel auf eine Stunde schicken.« Der Geist erschrak und winkte mit der Hand, der Diener solle ja nicht gehen. Und kurz, der weiße Geist verschwand und ließ sich niemals wieder sehen. Ein jeder, der dies Wunder liest, zieht sich daraus die gute Lehre, dass kein Gedicht so elend ist, dass nicht zu etwas nützlich wäre. Und wenn sich ein Gespenst vor schlechten Versen scheut, so kann uns dies zum großen Troste dienen. Gesetzt, dass sie in unserer Zeit auch legionenweis erschienen, so wird, um sich von allen zu befreien, an Versen doch kein Mangel sein. Ende von »Das Gespenst«, gelesen von Hokuspokus.